jetzt hier kurz auf dem Parkplatz vom Superstore. Möglich schon wieder, es geht ja wieder gut los. Wir werden jetzt noch mal kurz einkaufen gehen, weil wir demnächst halt weiterfahren und oben im Norden wird es noch teurer. Und ich habe ja gesagt, hier ist alles sehr viel teurer, deswegen werden wir mal ein paar Ausschnitte sammeln, was das hier alles so kostet. Dann werde ich das zusammenschneiden und dann kann jeder sich mal ein Bild machen, was hier so die Lebensmittel und alles kostet. Also, bis gleich. So, hier hätten wir schon das erste super Angebot. Hier gibt es 50 Wassereis zum Preis von $8,97. Das Lustige ist, die haben ja in Kanada auch diese Billigprodukte, wie wir Tipp oder Ja oder was auch immer. Nur die sind hier viel kreativer, die nennen das Ganze dann No Name. Und das kommt immer in diesen lustigen gelben Packungen. Ja, und das hat schon ein ordentliches Gewicht. Also hier, wer 50 Kilo Wassereis braucht, muss hier in den Superstore kommen. So, hier sieht man übrigens auch nochmal das typische Bild in kanadischen Supermärkten. Neben Essen und Trinken gibt es hier auch allerlei anderes Zeug. Zum Beispiel Sonnenbrillen oder Kissen oder Souvenirs oder was auch immer. Also können wir mal Tischdecken, Kiste, Bettzeug, was haben wir noch? Pfannen und Geschirr. Das muss man mal hier noch ein bisschen laufen. Schlafsäcke gibt es noch. Jetzt werden wir mal Georg jagen. Werden wir mal Georg fragen, was der hier kaufen möchte. Ah nein, verdammt, er haut ab. Er weiß, was wir vorhaben. Also muss man mal warten, bis ich was Neues gefunden habe. Noch was Neues. Moment, Moment. Oh Mann, was? Egal. Wir suchen mal weiter. Ich melde mich dann. So, Georg, zeig uns jetzt mal, was so eine tolle Käseplatte kostet. Und zwar. Ja, willst du keine Erdbeeren, zahlst du $20. Und willst du Erdbeeren, zahlst du $30. Jetzt stell dir aber nicht scharf. Mist. Egal, wir haben auf jeden Fall vier Käsedreiecke oder drei Käsedreiecke und einen Camembert für leider nicht sichtbare 19,99. Und wenn man dem Ganzen noch zwei Erdbeeren hinzufügt, ein paar Weintrauben, dann einen anderen Käse. Anderen Käse, dann aber 9. Aber fünf Käsesorten. Der stellt das nicht scharf, der Schweinehund. Egal, $30 kostet das. Nehmen wir mit. Dann kriegst du noch eine Wurst und Käseplatte für $27,99. Wird ja mal günstiger. Und Dips, 600 Gramm für lächerliche 0 Euro. Aber immerhin bis 12. September, nee, 17. Noch besser. Kostet nichts. Kommen wir ja ewig mit hin. Was haben wir noch? 9,98 für ein paar Würstchen und ein paar Käsewürfel. Ne, 11,99, sorry. Oh. Wem mal ein Mittagessen fehlt oder ein Abendbrot, der kann hier für leckere $7,97 absolut geile Hähnchen mitnehmen. Die werden hier warm gehalten, sind schon vorgegart, vorgebräunt. Die kann man hier quasi frisch aus der Verpackung reißen und verputzen. Haben wir auch schon gemacht. Wirklich sehr, sehr lecker und empfehlenswert. Eins der wenigen guten Angebote hier. So, wir kommen hier zu meinem absoluten Liebling im Superstore. Hier gibt es, wie man aus Deutschland kennt, ganz normalen Babybel. Hier sind irgendwie 22 solcher Käserädchen drin. Und der Preis ist wirklich der Knaller. Also, an all die, die jetzt mal das Video gucken, mich würde es sehr gerne mal interessieren, was die Sachen oder ähnliche Dinge in Deutschland kosten. Weil nachdem wir jetzt hier schon 2 Monate sind und 2 Monate diese Preise hier gewöhnt sind, wissen wir nicht mehr, was, welche Mengen, wie viel kosten. Auf jeden Fall. Also ja, da schreibt mir irgendwie vielleicht eine E-Mail, wenn ihr da mal was Konkretes wisst. Ansonsten kosten diese 22 Babybel-Rädchen und Schlagware $14,69. Eieieiei. Ansonsten können wir mal noch ein bisschen hochschwenken. Haben wir hier Camembert für $6 oder den hier für $10,50. Das sind übrigens 500 Gramm. Ja, was haben wir noch? Hier kostet zum Beispiel $5 für so ein paar Scheiben Käse. Also es sind nicht viel, ich weiß nicht. Steht es hier irgendwo? Ach ja, genau, 170 Gramm für $5. Sehr, sehr krass. Wer statt Käse lieber Wurst essen will, wenn er denkt, hier könnte ein Schnäppchen schlagen, der muss sich aber schon ganz schön genau umgucken. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Achso, hier stand ich ja schon. Wir haben hier 175 Gramm Kochschinken. Ich weiß nicht, wie viele Scheiben das sind.
Sieht aus wie 6 oder 7 Scheiben. Kostenpunkt $4,67. Was haben wir noch? Hier wird es dann schon fast wieder ein bisschen teuer. Hier gibt es fertige Sandwiches. Da stehen gerade ein paar Leute, deswegen kann ich da jetzt nicht hingehen und die voll quatschen. $175 Putenbowls, $4,99. Hier gibt es auch so $5,48. Und das Gemeine ist, hier ist halt wirklich nicht viel drin. Das sind 5, 6, 7 Scheiben. Da kannst du zweimal von frühstücken, dann ist das alle. Genau wie dein Geldbeutel. Oder was haben wir hier noch? Leona-Wurst. Fast bei der Länge, fast schon akzeptabel, $8 dafür hinzublättern. Oder hier Putenbruststreifen. Ach guck mal, $12,38. Für, naja, gut. Sind schon ein paar 500 Gramm. Krasses Zeug. So, hier in der Fischtheke gibt es immer eigentlich noch lebende Hummer. Leider sind es natürlich heute alle, wenn man mal filmen will. Aber hier unten die Krabben, die bewegen sich nach. Wow, da kann man mal rangehen. Arschbotzbein. Boxen so blöder. Hier unten gibt es übrigens Muscheln. Austern, wer möchte. Weiß nicht, ob man das jetzt hier vervollen nehmen kann. $6 das Pfund. Aber ich glaube schon. Ach nein. Hier steht es nochmal. $7,99 für die große Kram. Ja. So, hier überlegen wir gerade wieder, ob wir noch einen Kuchen mitnehmen. Was ist das hier? Ach, Tiramisu. Wie viel? 1,4 Kilogramm für $16. Nett. Aber die Auswahl ist hier auch größer. Come on. Dann nimm. Let's take it. Nimm. Was haben wir noch? Schokokuchen. Yummy. $12,49. Das geht komischerweise fast. Ich sage, die Preise sind ja schon fast in Ordnung. $12,49 für so eine Schokotorte. Ach ja. 50%. Noch besser. So, und dann haben wir hier hinten schließlich die Brotabteilung an. Bis ganz dahinter. Bis dahin, da hinten sind Süßigkeiten. Alles hier, ab hier ist Brot. Soll heißen Toastbrot. Hier hat man erst noch so die Brötchen für Hamburger und so ein Quatsch. Oder hier so kleine Mini-Brötchen. Aber ansonsten alles Brot. Und hier gibt es jede Menge Cookies. Da kosten dann, keine Ahnung wie viel hier drin sind, sie kosten auf jeden Fall $7 so eine Packung. Hat man dann hier so Haferflocken-Cookies. Was haben wir noch? Tiramisu-Torte für $8. Ja, die hat man glaube ich schon vorhin. Nee, das ist keine reduziert. Ach so, die reduzierte hier nimm mit. Ist gestern abgelaufen. Croissants. Preis unbekannt. Baguettes. Käsebrötchen. Georgs Hintern. Und Brot. Haben wir leider nicht mehr drauf, tut mir leid. So, jede Menge Toastbrot. Ja, dann kostet halt so eine Stange Toastbrot $3,49 oder $2,44, wenn man es einfach halten möchte. Ach nein, schade, man sieht es nicht schlecht. Da oben steht noch ein Preis von $3,18. Die $2,44 zählen nur, wenn man zwei kauft. Dann kostet eine Packung nur noch $2,44 anstatt von $3,18. Und so muss man auch aufpassen. So, gucken wir mal, für was sich die Herren hier entscheiden. Dahin ist auf keinen Fall. Ja, und das Ding ist halt einfach los. Wenn du es dann halt weg hast, dann weil ich auch nicht mehr auf dem So, gucken wir nochmal weiter. Toastbrot in allen Varianten. Hier gibt es mal was mit Körnern. Hier auch dunkles Brot. Wieder helleres Brot. $3,49 dominiert hier.
haben sich alle irgendwie geeinigt auf einen Preis, 2,50 Dollar. Man muss auch gucken, die Grammzahlen variieren. Hier haben wir jetzt 570 Gramm drin. Dann gibt es Toastbrotstangen, die haben 900 Gramm. Das hier oben drüber hat 620 Gramm und. Ja. Und für all die Leckermäuler gibt es hier jede Menge Süßigkeiten. Wo dann halt das hier entsprechend kostet. Das sind übrigens 100 Gramm Preise immer. Und das sieht so lecker aus, besonders wenn man sieht, wie teuer die anderen Süßigkeiten sind. Und auch hier gibt es wieder Auswahl ohne Ende. Und hier gibt es noch ein paar Trockenfrüchte und Erdnüsse und Mandeln und keine Ahnung was alles noch. Mandeln in den verschiedensten Sorten, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder hier so Trockenfrüchte-Mix. Ah, kann man mitunter schon mal schwach werden. Also ich glaube, wir gucken gleich nochmal in die Eisabteilung und Pizzaabteilung, weil da gibt es auch noch ein, zwei interessante Sachen.